Herzlich willkommen zurück zu Schmulia spielt Spiele auf nächste Woche Mittwoch, Cult of the Lamp. Ja, also ich habe es ja letztes Mal endlich geschafft, den zweiten Boss zu besiegen und wir haben jetzt jede Menge Quests bekommen und einen neuen Bewohner, einen neuen Untertanen. Den werde ich jetzt direkt mal indoktrinieren. Und es fehlt ja noch Domme. Und für mich ist klar, dass Domme auf jeden Fall eine Katze wird. Und ich finde, Lila passt auch ganz gut. Ich nehme mal das... Oder soll ich Schwarz nehmen? Das würde auch gut passen. So, das ist jetzt die finale Form. Eiferer, er ignoriert die Predigten von Abweichlern und kränklich, die Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. So. Willkommen, Dom, in unserem schönen Kult der Mittwochler. Und du darfst mich jetzt auch anbeten. neuer Anhänger, deine Herde wächst. Das ist schön. Apropos, ich muss hier auch noch ein paar Betten bauen. Achso, die Betten sind ja auch teilweise zusammengefallen. Das muss ich auch noch ändern. So. Reicht das schon? Ich hoffe. Dann repariere ich die erstmal hier. Eins und zwei. Und dann baue ich die mal auf, während die anderen mich hier schön anbeten. Ich meine, ich könnte sie auch fragen, ob sie mir hier auch helfen, aber gerade ist mir das wichtiger, dass sie mich anbeten. So, das sind jetzt 6 Betten. Wie viele Bewohner habe ich? 5? Habe ich 5 Bewohner? Untertanen, wie auch immer. Kult. Ja, tatsächlich 5. Das ist doch cool. Die werden ja auch hier ständig älter, sehe ich gerade. Mika ist jetzt schon 26. Oh je. Dann sterben die bestimmt irgendwann, weil die alt werden. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Es ist noch kein neuer Tag, glaube ich. Deswegen kann ich noch keine neue Predigt halten, meine ich. Ja, habe ich schon. Gut. Dann schaue ich mir mal an, was ich für Quests habe. Ackerparzelle. Feldfrüchte. Okay, also erstmal hier was anbauen. Wo mache ich das denn eigentlich hin? Und eigentlich wäre es ja sinnvoll, das beim Essen. Das kann ich ja leider nicht verschieben. Das wäre schade. Das ist schade. Das wäre nämlich cool, wenn das hierhin gebaut werden könnte. Ich nehme ja mal an, dass ich das wahrscheinlich nicht verschieben kann. Gebäude bearbeiten. Nee, das geht nicht. Mika und Torben sind jetzt befreundet. Torben, der Einzige hier, der nicht zur nächsten Woche Mittwoch gehört. Ich glaube, hier ist doch ein ganz guter Ort. So, erstmal so vielleicht. Dann baue ich das mal alles an. Oh, stopp. Ich sehe hier, hat wieder irgendwer hingemacht. Ist hier sonst noch irgendwo Code, den ich beseitigen kann? Sieht nicht danach aus. Dann... Wobei, ich werde jetzt mal jemanden hier beauftragen. Nils, mach mal bitte die Felder. Kann ich das denn hier bauen, anbeten, Bäume fällen? Achso, ja, hier. Und Torben auch. Ihr helft mir jetzt mal hier beim Aufbauen. Damit das ein bisschen schneller geht. So. Und gleich ist es schon geschafft. Hat einem Anhänger geholfen. Ach, guck mal, das gibt's auch Punkte. Meiner Leiste da oben geht es jetzt auch schon viel besser mit den Anbeten. Wie heißt es nochmal? Hingabe, genau. Also, das ist doch auch schon mal schön. Ich hatte nämlich wirklich Angst, dass das alles sich sehr viel verschlechtert. So, das leere ich hier mal wieder. Oh, neue göttliche Inspiration. Was kann ich denn? Unterkunft, Opferstatue, Gefängnis, okay. Holzplatz, Steinmine, Missionar, okay, okay.
Vogelscheuche. Es gibt so viel, was ich hier freischalten kann. Hm. Ich würde aber... Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich gucke mir das gleich nochmal in Ruhe an. So, Feldfrüchte muss ich anbauen. Kann ich das... Ja, kann ich machen. So. Achso, das kann ich auch direkt gießen, aber ich wollte erstmal hier anpflanzen. Ja. So, und jetzt beauftrage ich nochmal Nils damit, die Felder zu bestellen. Geht das nicht? Nö, kann ich gerade nicht machen. Ja, dann bete mich nochmal an, bitte. Und Torben am besten auch, wenn ich wüsste, wo er ist. Ach, da. Torben, anbeten bitte. Vielen Dank. So, dann muss ich das hier eben selber machen. Lalala. Und es wird schon wieder Nacht. Cool. Dann sammel die Belohnung von Mika ein. Mika? Danke, Anführer. Mein Glauben an dich war gerechtfertigt. Oh, cool. Nice. So, dann habe ich jetzt wieder neue Aufgaben bekommen. Also einmal habe ich noch die Quest mit Kirill. Ich sehe gerade, da ist sogar ein Timer. Das sollte ich also gleich mal machen. Und dann interagiere mit einem beliebigen Anhänger und gewähre einen Segen. Geschenk machen, Loyalität steigern. Bis sich eine Stufe erhöht. Okay. Belohnung von einem Anhänger mit erhöhter Stufe. So, erstmal eine Grasmahlzeit kochen. Ich glaube, die Bärenmahlzeit koche ich vielleicht auch mal. Wobei, wie sieht's aus mit dem Hunger? Ja doch, das sollte ich schon machen. Ich weiß auch nicht, ob diese Mahlzeiten schlecht werden können. Ich hoffe nicht. Weil das wäre schon etwas unpraktisch. Ich sehe gerade, 30 Münzen habe ich noch. Das heißt, vielleicht kann ich hier gleich nochmal was bauen. Betten habe ich ja gerade noch genug. Dafür habe ich leider nicht genug Holz. Kann ich denn hier noch irgendwo Holz hacken oder ist das alles schon weg? Das braucht irgendwie, glaube ich, sehr lange. Naja, gut. Ich schau mal. Na, doch, ist, glaube ich, so das Einzige, was ich hier gerade noch an Holz habe, leider. Ja. So, dann, wo ist Kirill? Hier, Kirill. Nee, das wollte ich nicht. Kirill. So. Ich möchte, dass du, die Grasmahlzeit isst. Das wäre schön. Und ich hoffe, die anderen wollen sich schon auch das Essen. Ja. Ich glaube, die Grasmahlzeit ist echt nicht so cool. Deswegen hoffe ich mal, dass er nicht stirbt daran. Danke, Anführer, mein Glauben an dich war gerechtfertigt. Natürlich, Kirill. Ich finde es schön, dass ihr alle an mich glaubt, Leute. Quest abgeschlossen. Nice. Dann hole ich jetzt mal Mika hierher. Und ich möchte dich segnen, Mika. Oh, und die Stufe erhöht sich. Cool. Yes. Oh, wir kriegen sogar so einen Stein. Geschenk machen. Ich will die Stufe mit Mika so hoch halten, wie es geht. Von daher, nimm ein Geschenk. Blumenhalskette oder braucht nie schlafen? Ich nehme die Blumenhalskette. Cool. Und ich habe ja noch eine Kette. Von daher würde ich die, glaube ich, gerne Nils geben. Ich finde, das passt. Also erstmal segne ich dich. Sei gesegnet, Nils. Und jetzt nimm mein Geschenk an. Du musst nie wieder schlafen. Cool. Jetzt segne ich die anderen auch mal, damit ich hier schön die Stufen erhöhen kann. Ja. Segen. Ich kann ja auch wieder eine Predigt halten, fällt mir gerade ein. Oh, es gibt so viel, was man hier machen kann. Irgendwie ist es seltsam. Ich habe den schwarzen Skin ausgewählt, aber bei Dommel sieht es aus, als wäre es grau. Also, die Katze sieht grau aus statt schwarz.
seltsamerweise. So, Domme, du bist auch gesegnet und Kirill, du kriegst auch noch meinen Segen. Okay, es hat sich doch alles zum Guten gewendet. Der Hunger ist allerdings noch nicht ganz, Achso, Grasmahlzeit. Nee, ich möchte keine Grasmahlzeit. Ich brauche Beeren wieder. Ich mache erstmal eine Mahlzeit. Ich hoffe, das reicht. Ja, Torben, iss dich mal satt. Nom, nom, nom. Lecker, lecker, lecker. Okay, und die Leiste da oben hat sich gefüllt. Dann werde ich jetzt mal eine Predigt halten. Kommt alle her in meine Kirche, hört meine Gebete an. Ah, schön, wie sich das alles füllt. So, jetzt kann ich entweder Flüche oder, was ist das hier? Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich gehe erstmal chronologisch vor sozusagen und mache das hier unten alles fertig. Cool. So. Krone. Kann ich hier irgendwas... Achso, nee, da brauche ich einen so einen Stein, den habe ich aber noch nicht komplett. Und Rituale. Achso, das geht noch gar nicht. Okay. Ja, dann bin ich soweit fertig, Leute. Ihr könnt wieder rausgehen. Göttliche Inspiration sammeln kann ich gerade gar nicht, scheinbar. Okay. Aber vielleicht kann ich ja noch was skillen. Unterkunft, Opferstatue. Ja, ist die Frage. Was mache ich jetzt als nächstes? Was ist denn Missionar? Schicke deinen Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrung, Holz, Stein und Gold zu sammeln. Nun, falls sie es lebendig zurückschaffen. Ah, ich weiß ja nicht. Also wenn, dann würde ich Torben schicken, aber trotzdem. Steinmine, Holzplatz. Ich glaube, das hier beides ist schon auch wichtig. Ich glaube, dann gehe ich erstmal hier drauf, dass ich das freischalte. Holzplatz. Kann ich direkt auch schon die Steinmine... Nee. Brauche ich erst wieder göttliche Inspiration. Und das ist noch nicht ganz voll. Kann ich die Stein... die Holz... Dingsi-Bumsi. Nee. 15 Holz brauche ich. Ja, dann haue ich vielleicht doch mal diesen Baum hier um. Auch wenn es sehr lange brauchen wird. Oh, Moment mal. Mika möchte was von mir. Bah, dieser Ort ist widerlich. Wenn du das nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Ah, okay, ja. Chill. Wenn ihr hier alle hinkotet... Ih, da hat jemand hingekotzt. Wie eklig. Oh, hier wachsen die Büsche. Schön, cool. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich ist, war gerechtfertigt. Natürlich, Mika. Kann ich jetzt eigentlich nochmal segnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, habe ich schon gemacht. Okay. Stressig. Ah, schön. 15 Holz. Genau das habe ich gebraucht. Und hier ist schon wieder jemand. Naja. Gut. Dann kann ich das hier bauen. Das ist nice. Und wo baue ich denn das am besten mal hin? Vielleicht hier unten irgendwo. Ja. Ach, da wachsen Bäume nach, oder wie? Interessant. Ich baue das mal hier unten hin. Und ich möchte, Domme, dass du mir dabei hilfst. So. Ach ja, guck mal, hier sieht man das. Das wächst hier tatsächlich nach. Das ist cool. Das ist praktisch. So, Domme und ich bauen jetzt diese Sache hier auf gemeinsam. Ich sehe gerade, die Hungeranzeige wächst auch schon wieder. Und die Krankheitsanzeige auch. Das ist auch nicht gut. So viel zu tun hier in diesem Kult. Vielleicht hätte ich noch jemanden auswählen sollen, mir zu helfen. Das dauert echt lange. Ah, sprich mit Domme. Ach so, ja. Oh, Domme baut das jetzt schon direkt ab, oder wie? Okay, okay. Cool, cool, cool. Aber das heißt, ich muss hier auch jedes Mal hinlaufen, um diese Truhe zu lernen, scheinbar. Naja, aber ich habe was Neues gebaut. Das ist cool.
Kirill sah gerade sehr grimmig aus, als er mit Torben gesprochen hat. Ja, neue göttliche Inspiration, cool. Dann baue ich jetzt direkt die Steinmine. Kann ich die auch schon bauen? Mal gucken. Nee, 30 Geld brauche ich dafür. Schade. Okay. Wie sieht's hier aus? Ach, guck mal. Dann kann ich den ganzen Code hier vielleicht auch mal verwenden. Weil ich möchte ja eigentlich nicht so gerne die ganze Zeit Kacke in meiner Tasche haben. Beziehungsweise in meinem Mantel. Essen koche ich noch nicht, das mache ich später. Ja, dann so viel kann ich jetzt hier, glaube ich, gerade gar nicht mehr machen. Also als nächstes müsste ich halt wahrscheinlich nochmal nach Düsterholz. Torben und Kirill sind jetzt befreundet. Okay. Yeah, ganz viel Holz. So, jetzt ist es wieder Nacht. Nils, was möchtest du von mir? Anführer, es wäre so lustig, wenn wir Mika Streiche spielen würden. So wählerischen Essern sollte man mal etwas Code vorsetzen. Also es ist gerade besonders lustig, weil Mika einige Dinge nicht mag, also in real life. Von daher finde ich das lustig, dass Nils anspricht, dass Mika ein wählerischer Esser ist. Und dass er vorschlägt, dass Mika Kot essen sollte. ich weiß nicht. Ich möchte halt nicht minus 35 Glauben verlieren, aber eigentlich möchte ich Mika auch nicht verärgern. Aber gut. Dann sind wir halt die Prankster, Nils. Geben wir Mika mal ein bisschen Kot zu essen. Kot-Mahlzeit, oh je. Aber Nils, geh doch bitte schlafen. Ach nee, du musst ja nicht mehr schlafen, da war ja was. okay. Ja, dann koche ich mal eine Kot-Mahlzeit. Oh nee, ich brauche dafür mehr Kot. Krankhafter Durchfall ausgelöst wird? Oh je. Oh Gott. Ah, aber hier ist Kot, den kann ich direkt aufsammeln. Ist hier sonst noch irgendwo was? Oh, die brauchen wieder Wasser, die kann ich schön gießen. Ich habe halt bald auch keine Beeren mehr, die ich verfüttern kann. Also ich brauche ja für die Bärenmahlzeiten noch Beeren. Ich weiß nicht, wie schnell die wachsen. Es war blöd, dass ich die gedüngt habe, weil jetzt habe ich gar kein Kot mehr hier. Ein Kot fehlt mir noch. Ich kann auch nur noch eine Bärenmahlzeit kochen, das ist sehr blöd. Okay, neuer Tag, wieder eine Predigt. Hört mir zu. Betet mich an. Oh. Cool. Alle freuen sich. Ich glaube, den Rest kann ich noch nicht machen. Nö, sieht nicht danach aus. Rituale. Geht auch noch nicht. Okay. Ja, ich muss auch jetzt bald wieder auf den Kreuzzug gehen, weil ich habe langsam keine Ressourcen mehr. Das ist das Problem. Die Beeren kann ich noch nicht ernten. Ja, scheiße. Das heißt, ich sollte jetzt schnell das hier machen. Ich weiß nicht, die Grasmahlzeit. 25% Chance, dass Krankheit ausgelöst wird, ist halt schon nicht gut. Und minus 5 Glauben möchte ich eigentlich auch nicht riskieren. So. Bitte schnell essen, Leute. Oh, es ist mit Nils. Oh, vielen Dank. Cool. Das war Kirill, nicht Nils. Jetzt kann ich ja wahrscheinlich wieder alle segnen, oder?
segnen. Sei gesegnet, Mika. Domme isst da schön die Bärenmahlzeit und kackt hier hoffentlich gleich hin. Ich brauche deine Kacke, Domme. Jetzt hat Augenringe bekommen, oder? Du hast Nils unterbrochen. Oh, Nils war im Gespräch. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass das, okay, krass. Hat Domme jetzt hier irgendwo hingekackt? Leichengrube, Opferstatue, was ist das? Eine Statue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfern hinterlassen können. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Die Unterkunft ist auch cool. Ich schwanke jetzt gerade zwischen der Opferstatue und der Leichengrube, weil, also ich möchte jetzt nicht unbedingt direkt jemanden killen, aber falls doch jemand stirbt an Krankheit, dann muss ich die... Ja, wobei, das kann ich auch noch später bauen. Komm. Ich baue die Opferstatue. Oh. Was ist das? Tabernakel. Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie dir nicht am Schrein huldigen. Okay. Interessant. Glaube. Ah, okay, verstehe. Aber das kann ich noch nicht bauen, weil ich habe kein Geld. Domme, hör mal bitte auf damit. Erstmal sei gesegnet. Nein, Domme, geh doch nicht direkt weg. Bet mich mal lieber an und vielleicht kannst du ja in der Zwischenzeit hier irgendwo hinmachen. Wobei, eine Sache kann ich noch machen. Ich habe jetzt diesen Stein fertig für die Krone. Neue Doktrin verkünden. Oh, okay. Versorgung. Unterweise sie in den Liturgien rund um ihr tägliches Brot. Versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Predige vom Wert irdischer Güter. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und das auch nicht. Ha, ich glaube, ich gehe erstmal auf die Versorgung. Festschmaus oder Fasten? Rühre in deinem Tempel ein Ritual. Achso, führe, nicht rühre. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Das ist auf jeden Fall praktisch. Schalte das Festritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte 25 Glauben. Das mit dem Glauben ist auch nicht schlecht, aber das ist, glaube ich, ein bisschen... Also, da werden die ja nicht länger gesättigt, oder? Für deine Anhänger. Ja, großes Festmahl, das steht jetzt nicht, ob das dann auch länger hält. Ich glaube, ich nehme das. Fastenzeit. Und damit verkündige ich, wir werden ab sofort Ritualfasten. Anhänger müssen 3 Tage lang nichts essen. Auch das ist... Oh nee, das macht weniger Glauben. Das ist ja blöd. Das wusste ich nicht, dass es den Glauben weniger macht. Ah, okay, hier kann ich das einsehen. Ritualfasten. Ja gut, das war blöd. Soll ich schon Ritualfasten machen? Bringen wir dazu, Kotmahlzeit zu essen. Ja, erstmal gucken, ob draußen nochmal hingemacht wurde. Das wäre jetzt der krönende Abschluss dieser Folge, wenn hier nochmal ein Haufen Kot liegen würde. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich muss das Bett hier noch reparieren. Und ich glaube, es will hier einfach keiner hinmachen. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Und ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.